Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 165: Der Stein des Anstoßes. Dritter Teil. Nach der Pause gab es eine kleine Ansammlung vor der Strickleiter, die nach oben zu Professor Trelawneys Unterrichtsraum führte. Draco hielt die Leiter mit einer Hand fest, während eine Gryffindor die Höhe erklomm. Er wandte seinen Blick ab, um ihr nicht unter den Rock zu sehen, was jeder Schüler tat, denn es gehörte sich so. Er kletterte als nächster hoch, doch vorher beförderte er mit einem Wingardium Leviosa seine Schulsachen nach oben, die von der Gryffindor entgegengenommen und neben der Luke auf den Boden gelegt wurden. So halfen sich die Schüler immer gegenseitig. Nachdem er oben angekommen war, griff er die in der Luft schwebenden Schulsachen, die hinter ihm gerade durch die Öffnung kamen, denn sie gehörten der nächsten Schülerin, Ginny. Der Raum von Professor Trelawney war wie eh und je übermäßig geheizt, was im Winter allerdings sehr angenehm war. Die schwer in der Luft liegenden ätherischen Düfte ließen einen schon gleich nach Unterrichtsbeginn damit kämpfen, die bleiernen Augenlider daran zu hindern, sich zu schließen. Hinzu kam die Stimme der Professorin, die oftmals ruhig und engelhaft klang, doch es gelang ihr nie, ihrer Stimme entsprechend auch sylphienhaft durch den Raum zu wandeln, denn immer stieß sie irgendwo an oder warf versehentlich etwas hinunter. Das waren die Momente, in denen die Schüler aus ihrem tranceähnlichen Zustand erwachten und mit verschmitztem Lächeln ihre Schadensfreude zum Ausdruck verliehen, bevor sie erneut durch die Düfte benebelt in Sphären abdrifteten, in denen Professor Trelawney zu Hause zu sein schien. Warum Draco Wahrsagen belegt hatte? Weil es hier nicht auffiel, wenn er mal die Augenlider schloss und döste. Der Unterricht war entspannend, fast wie Meditation, und außerdem würde es niemanden interessieren, ob er in diesem für sein weiteres Leben unwichtigen Fach ein T oder ein O erhalten würde. Momentan hatte er sich mit der letzten erdachten Traumanalyse auf ein annehmbar hochgearbeitet. Dieses Mal konnte Draco nicht dösen, denn Ginny, die ihm gegenüber saß, hielt seine Hand, um aus ihren Linien die Zukunft zu lesen. Wahrscheinlich hatte sie dieses Fach aus demselben Grund belegt wie er. Sag mal. Ginny zog die Augenbrauen zusammen. Ist das hier deine Lebenslinie? Mit ihrem Zeigefinger fuhr sie über eine der längeren Linien, womit sie Draco unbeabsichtigt kitzelte. Nein, das ist die Erfolgslinie. Oh, machte sie erstaunt, bevor sie breit grinste. Dann bist du mit deinen Geschäften länger erfolgreich, als du am Leben bist. Was? Er riss seine Hand aus der ihren, um sich die Innenfläche anzusehen. Die Lebenslinie ist unterbrochen, erklärte sie. Das ist nur eine Narbe. Die Linie geht darunter weiter. Ginny beugte sich über das runde Tischlein zu ihm hinüber, was ihr schwer fiel, denn sie drohte in den weichen Polstern des Schienitzsessels zu versinken. Ich schreibe einfach, dass du in Zukunft einmal dem Tod von der Schippe springen wirst und danach ein neues Leben beginnst. Auf sowas steht sie. Das liegt aber schon in der Vergangenheit. Das weiß sie doch nicht. Mit ihrer Feder machte Ginny sich Stichpunkte zu den Rillen und Linien auf Dracos Handinnenfläche und ihrer möglichen Bedeutung, bevor sie ihm ihre Hand hinhielt. Jetzt bist du dran. Sie hatte ihre Hand flach auf den Tisch gelegt, sodass er ohne Probleme in ihr lesen konnte, als würde er über einem Buch hocken. Es steht eine Heirat an. Er blickte sie an und grinste. Ich bin gut, oder?
Sie lachte auf, wenn auch unterdrückt, damit die Lehrerin nicht auf sie aufmerksam werden würde. Das ist doch nichts Neues. Das wird Villani nicht umhauen. Na dann lass mal sehen. Ein paar Mal blätterte Draco in seinem Buch Chiromantie für Fortgeschrittene, notierte sich hier und da etwas und ließ Ginny die ganze Zeit über im Dunkeln. Bist du bald fertig? Er nickte. Willst du es jetzt hören? Eine Antwort wartete er gar nicht ab. Nach einer schweren Zeit wirst du den Mann deiner Träume heiraten und mit ihm zwei Kinder haben, um die er sich kümmern wird, weil du die Karriereleiter hinaufkletterst. Warum nach einer schweren Zeit? Es ist nicht mal mehr ein halbes Jahr bis zur Hochzeit, Draco. Was soll da passieren? Das wird sie dir nie abnehmen. Aber es hört sich gut an. Und außerdem... Er verstellte seine Stimme und ahmte leise die der Professorin für Wahrsagen nach. Lügen die Linie nie. Schreib lieber, die schwere Zeit kommt im nächsten Jahr. Dann sind wir längst aus der Schule raus und sie kann die Note nicht mehr ändern. Die schwere Zeit kann doch alles Mögliche sein. Dann kränkelst du eben vor der Hochzeit ein bisschen herum. Damit du gute Noten bekommst? Draco nickte. Ja, natürlich. Beide hörten das Klimpern unzähliger Ketten und Perlenschnüre, die um Professor Trelawneys dürren Hals hingen und ihre Ankunft ankündigten. Sie hatte die Tische der Schüler reihum aufgesucht und war nun bei Draco und Ginny angekommen. An Ginny gerichtet, fragte sie mit überschwänglichem Enthusiasmus, während sie theatralisch eine präsentierende Handbewegung ausführte. »Und Mrs. Weasley, wie steht es um Mr. Malfoy?« Ginny griff nach ihrem Pergament, doch Professor Trelawney nahm es ihr aus der Hand. Sie führte es sich dicht an ihr Gesicht, rückte derweil die Brille mit den dicken Gläsern zurecht, doch noch immer schien sie nicht besonders gut sehen zu können. »Oh nein, Mrs. Weasley«, sagte Professor Trelawney beinahe schon nörgelnd. »Das können Sie sicherlich besser.« Sie schüttelte den Kopf und murmelte etwas, das sie vom Pergament ablas, bevor sie es zurück an Ginny gab. »Noch einen Versuch, meine liebe Miss Weasley. Vielleicht sollten Sie Ihrem Geist vorher ein wenig öffnen. Moment, da kann ich Abhilfe schaffen.« Professor Trelawney eilte zu ihrem kleinen Tischlein hinüber, fiel derweil fast über ihren eigenen Hocker, der daneben stand. Mit einem bläulichen Gegenstand, einem kleinen Glas, kam sie zurück. Per Incendio entflammte sie die Kerze in den Behälter und stellte sie auf den Tisch. Gegen die einlullenden Düfte, die nun verströmt wurden, konnten Draco und Ginny nichts unternehmen. »Auf ein neues, Miss Weasley«, sagte Professor Trelawney freundlich, bevor sie sich den Schülern am nächsten Tisch widmete. Einen Moment später, nachdem die Düfte der Kerze zu wirken begannen, fragte Ginny flüsternd. »Was glaubst du, was da drin ist?« Sie deutete auf das Gläschen. »Keine Ahnung«, lallte Draco, dessen Züge plötzlich lahm geworden waren. »Ich hoffe, es ist legal.« Ginny schüttelte den Kopf, um diesen wieder klar zu bekommen, doch das war offensichtlich nicht das, was Professor Trelawney angestrebt hatte. Das in diesem runden Klassenzimmer scharlachrote Dämmerlicht tat sein Übriges. »Gut, dann gib mir nochmal deine Hand.« Auch Ginnys Zunge stand mit einem Male ihrem eigenen Wort im Wege, doch Draco schien das nicht einmal zu bemerken, denn er kam ihrer Aufforderung willig nach. Nachdem Ginny für einige Minuten auf seine Handinnenfläche gestarrt hatte, wollte sie wissen. Waren das vorhin die gleichen Linien? Über ihre Frage im ersten Moment irritiert, antwortete er todernst. Nein, ich habe sie heimlich unter dem Tisch ausgetauscht. Sie begann zu kichern, löste ihren Blick aber nicht von den vielen Rillen, Narben und Linien, bevor sie ihr Buch aufschlug und erneut seine Zukunft aus seiner Hand las. Am Ende war Ginnys Pergament das einzige von allen, welches vollständig beschrieben war,
Doch Draco konnte keinen Blick mehr darauf werfen, weil die Stunde bereits um war und Professor Trelawney die Aufgaben einsammelte. »So, meine Lieben, wir sehen uns Freitag. Da werde ich Ihnen die Arbeiten zurückgeben. Und ein paar Auserwählte werden wir sogar vortragen. Vergessen Sie nicht, sich von dem Alltagsstress zu lösen, bevor Sie meinen Klassenraum betreten.« Viele Schüler sprangen nach der Verkündigung des Unterrichtsschlusses von ihren Stühlen auf und verließen Professor Trelawneys Raum schneller als sonst den von Professor Snape. Nur die Schüler, auf deren Tisch ebenfalls so eine Kerze stand wie auf dem von Ginny und Draco, erhoben sich träger, machten dabei einen leicht schläfrigen Eindruck, wenn nicht sogar einen beduselten. »Ich könnte mich jetzt hinlegen und durchschlafen«, murmelte Ginny, die ihre Schulsachen wie in Zeitlupe in ihre Tasche stopfte. Draco ging es nicht anders. Die beiden waren die letzten Schüler im Raum, als sie endlich von ihren Plätzen aufstanden und wie schlaftrunken zur Strickleiter torkelten. Schlurfenden Ganges war Ginny die Erste, die ihre Schulsachen per Levitation nach unten beförderte, bevor sie sich niederkniete, um die Strickleiter durch das runde Loch im Boden hinunterzuklettern. Als ihre Unterschenkel bereits durch die Öffnung baumelten, erschrak sie, weil sie einen kurzen Aufschrei wahrgenommen hatte, der ihr augenblicklich ihre scharfen Sinne zurückgab. Sie wandte ihren Kopf und sah, wie ein verschreckter Draco von Professor Trelawney gegen die Wand gedrückt wurde, während die Lehrerin mit befremdlicher Stimme sagte: »Ein pechschwarzes Symbol auf schneeweißem Grund kann nicht allein durch die Geheimnisse des Willens und seiner Gewalt schwinden. Feuer verzehrt, ein Brand erneuert. Erst nach dieser Reinigung wird seine Flamme es finden, das tränende Herz, um damit seine Wunden zu heilen!« Professor Trelawney machte ein Geräusch, als hätte sie sich verschluckt. Dann begann sie zu husten. Gleich darauf blickte sie auf und schien verwirrt. Neben sich schauend bemerkte sie Draco. Mit einer Hand fasste sie sich ans Herz. Mit der anderen langte sie sanft an seine Schulter. »Oh, Mr. Malfoy, haben Sie etwas gesagt?« »Ich...« Verdattert schüttelte er den Kopf. »Dann sehen wir uns am Freitag wieder.« Zu Ginny schauend fügte sie hinzu: »Einen guten Appetit wünsche ich Ihnen beiden.« Es war Mittagszeit. Doch weder Draco noch Ginny war es nach einer Mahlzeit zumute. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zu Harry Potter Fanfiction »Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit«. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.